hier ist wieder Fabi. Gut sein, dass die Helena. Hey, baby, I'm home. Bei der Party dabei war. Alter, was? Hey, baby, I'm home. Ja, das ist die. Das ist irgendeine ganz kranke Version von unserer Wohnung, ja. Oder? Vielleicht. Tatsächlich, ja. Ja, ist es. Ist es. Okay, da kommen wir nicht hin. Ich glaube nicht. Komm, wir hauen mal ab. Wie Augen, die uns angucken. Was haben die denn mit den Waschmaschinen? Komm wieder zurück. Egal. Ja, alles gut. Das ist so sick. Das sind nur verdammte Waschmaschinen, aber ich habe trotzdem kein gutes Gefühl. Viel schmutzige Wäsche, ja. Das könnte natürlich auch im übertragenen Sinne zu verstehen sein, ja. Viel Dreck am Stecken, Mann. Jeden Fall. Irgendwas machen, nehmen. Amir, is that you? Wir sind wieder an der Eingangstür. Diese scheiß Waschmaschinen. Warte auf! Hey baby, I'm home! Ob wir jemals zu Hause ankommen? Oder der Amir? Das Holz schmilzt schon wieder. Hey baby, I'm home! Okay, immer weiter. Nicht zurück. Schauen. Oh. Hier raus? Nein. Nein, kommen wir nicht. Aufhören. Geschafft. Der Frühjahrsputz ist abgeschlossen. Es ist nicht übertrieben. Nein. Alles gut. Da kommen wir nicht rein. Layers of Fear. Das erinnert mich schon an Layers of Fear und das ist kein Zufall. Amir, is that you? Ja, verdammt. Das ist die Couch mit der Folie. Ja. Whatever die da gemacht haben. Oh. Weiter. Oh, es ist wabbelig. Die Sicht ist wabbelig. Muss ich hier irgendwas Bestimmtes machen, um hier rauszukommen aus diesem... So ein richtiger Loop ist es ja nicht. Es geht schon irgendwie weiter. Komm, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. I can't do this anymore. I just can't. Fancy. Update. Windows 10 Update. No! Es ist nicht aufzuhalten. And so it begins.
Hey baby, I'm home. Was? Was? Cabinet? Cabinet? Lesarski? Achso. Lesarski steht da, glaube ich. Here is the number. Was? Was mit Registrierung? Ist das hier irgendwie Rezeption oder was? Nummer 896. In Ordnung. Ah, so, Patient und so. Ich habe schon so eine Vermutung. Ne? Ja. Ich habe auch so eine Vermutung. Ihr vielleicht auch. Warum sie jetzt hier ist, wenn das ein Doktor ist, aber ich glaube schon. Ach nee, Lekarski. Ich dachte, das ist unser Name, aber nee. 896. Oh Mann. Ja. Da. Ich glaub, es hat keinen Sinn weiterzugehen, wa? Oder vielleicht müssen wir. Vielleicht müssen wir doch. Hallo, Kleider. Bist aber lieb, oder? Ich möchte da zum Radioaktiv sprechen, ja. Is Mom gonna be alright? She's sick, Adam. Must have a little faith. It's just hard to say. So, was ist denn hier? Bestrahlungstherapie oder... Mal gucken. Hier rein? Nö. Diese Scheibe. Ich habe das Gefühl, uns wird gleich was anspringen. Geht. I'm not sure about this. Not sure? Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Good news, yeah. Interessant, dass wir das jetzt sagen, ne? Also, wir sind jetzt nicht wirklich im Körper von der Helena, oder sind wir es? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt hier rein, nö. Wir, ja. This is your chance. This is your chance. So ein bisschen hinflezen. Kleines Nickerchen machen. Tattoo-Studio? Und weiß ich nicht. Psychologe. Es ist stockfinster. Hier geht's nicht lang, ne? Nö. Okay. Das erinnert mich jetzt wiederum ans Tattoo-Studio. Ja, schon so ein bisschen. Ja, so verschiedene Implantate irgendwie am Rumbammeln. Naja, gut, könnte auch das Krankenhaus sein oder was auch immer. Was, wo auch immer wir hier sind, ich habe keine Ahnung. Hier. Nein. Nee. Alright, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Jetzt wissen wir's. Vielleicht. Ja. Ein Datenspeicher, so. In Ordnung.
Deswegen waren wir also hier. Dafür werden wir dann auch die Lupe benötigen, denke ich mal. In dem Tattoo-Studio. Könnte das eventuell sein? Na, mal schauen. Mal gucken. What is this? The hell did you do to yourself? Was denn? Ah, hier sind Nummern. Hier sind Nummern. Und die 000, die kam auch schon mal vor. Also was ist auch, ich sehe die jetzt gerade nicht, aber ich glaube, die 000 kam schon mal vor in dem letzten Traum. Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, you don't know. Oh. It's upside down. In der Tat. Wo lang? Hier, da, geht's hier lang? Nein. Nein. Hier auch nicht. Irgendwo rein. Ah, hier können wir drüber. Okay. Können wir klingeln. Alle Leute befragen. Wir haben ja die Zeit. Ganz in Ruhe. No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Was denn? Was haben wir denn genau gemacht, bitte? It's not like Erläutere. We need the money, Amir. Vielleicht Daten schmuggeln oder sowas. Vielleicht. Okay. Whatever it takes. Folge den Leuchtstreifen. Führen zum nächsten Notausgang. Whatever it takes. Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Projektdatenbank vertraulich. Download. Ah, okay. Ich muss gedrückt halten. Wird heruntergeladen. Abgeschlossen. Was? Ha, wir sind wieder hier. Und noch einmal von vorn. Wir haben irgendwo was falsch gemacht, weißt du? Stimmt. Müssen wir wieder rein. Unseren Fehler beseitigen. Okay. Der Stuhl ist dieses Mal aber lieb. Scheiße. Muss ich irgendwie abhauen? Ja, keine Ahnung. Wo ist er? Da ist er. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? There is no right or wrong. Außer hier. Hier sind wir total falsch. Nee. Ja. Hier ist wieder Projektdatenbank. Hier. Müssen wir ihn irgendwie weglocken und dann da selber hin, wo er herkam? Das könnte halt sein. Heißt. Okay. Guck dich um. Hier, wenn er jetzt hier hingehen würde. Ja, genau. Genau. Ah, geht so. Da. Ja, so ist gut. Können wir vielleicht hier laufen? Hier. Eventuell.
Hier, wir folgen weiter dem Licht. Nein! Nein, 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 nein. Oh, jetzt? Ja, legt sich irgendwie immer wieder auf die Fresse, oder? Oder wie? So, irgendwie da. Nee, nee. Ist nicht genau, wo es lang geht. Vielleicht da irgendwo? Warten wir einen Moment. Gucken, wo er hingeht. Aha. Dann gehe ich lieber da lang. Ja. Ja, komm, vielleicht haben wir eine Chance. Wenn das denn hier richtig ist. Ja, sieht gut aus. Gut, 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 gut. Eindeutig, genau richtig. So, nun. Naja, also, gehen einfach mal weiter. Ah, was soll's? Was ist das denn für komische Dinger, die da immer runterkommen? Ist unser Kollege noch da, oder hat er sich verpieselt? Müssen wir da zu diesem Britzelding? Ansonsten sehe ich hier gerade nicht viel. Guck mal da, das ist doch sehr auffällig auf jeden Fall. Achso, hier gibt es aber mehrere davon. Ja, mal schauen. Jetzt hat es aufgehört, natürlich. Wenn man es anguckt... Ah nee, guck mal doch. Hier ist was. In der Tat. Ah, so. Da hinten müssen wir das vermutlich auch nochmal machen. Ja, geh doch nicht in die gleiche Richtung, wo ich hin will. Da hinten, da. Na, jetzt dürfte er weitergehen. Natürlich macht das nicht. Okay. Lauf, lauf, lauf. Eieiei. Hier. Ja, nicht ganz. Hier irgendwo. Hier. Ja. Und ans Terminal. Komm, schneller. Mach schon. Ach, da sind noch mehr. Shit. Ah. Na, ist in Ordnung. Ja. Komm, wir laufen hier ganz hinten entlang. Ah, ganz hinten geht nicht. Hier. Hier einfach durch und dann links. Das klingt manchmal so nah. Komm. Was auch immer das für ein Projekt sein soll. Ich habe keine Ahnung. So, noch was? Da passiert was. Das ist unser Teleport. Unser Way Out. Dumm-di-dumm-di-dumm. Na dann, in den Strudel rein und ab dafür. Auf die Datenautobahn. Mhm. Kennen wir uns ja mit aus. Haha. Da ist wieder unser Freund. Steht da? Door System ready. Hier noch etwas zu finden. Also. Könnten wir da überhaupt hoch? Ich mal eben ausprobieren. Moment. Nein, können wir nicht. Ach so. Na dann. Dann probieren wir es mal hier. Komisch angeordnete Rechner. Was? Chiron irgendwas? Incorporated. Also. Und nun?
aufs Auge. Was? Aufs Auge treten. Hm. Ah, hier? Ja, hier geht's weiter. Hier geht's irgendwie weiter. Na toll. Schnell den Müllhäcksler anmachen. Das war nur mein eigener Schatten. Okay. So. Ist doch etwas. Ah so, das Fenster wackelt. Die Wände wackeln. Generell. Was? Ja. Ach, jetzt fließt wieder das Wasser oder was? Ach, ist auch egal. Jetzt auch schon zu spät. Das Herz, es schlägt. Können wir hier raus? Nee. Hier, ja. Nee. Ja. Wir sind gefangen in unserer Bude. Oh. Jetzt nochmal? Nein. Von da oben auch. Ich will hier weg. Oder müssen wir da hin? Irgendwie das Gefühl, keine großartige Wahl. Shit. Gar gern zur Tür, aber es geht nicht. Der Fernseher. Komm, wir gehen mal drauf zu, was soll's. Nein, wir werden weggestoßen. Irgendwo. Hier lang? Nee. Und hier an dieser. Ach, hier ist was. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hier leuchtet zwar etwas, aber da kann ich nichts machen. So, müssen wir da runterjumpen oder können wir jetzt hier. Nee. Können wir nicht. Na dann. Ah ne, hier runter kommen wir auch nicht. What the fuck ist denn falsch mit euch? Ah, hier. Huch. Was? Kann ich das? Ah, ich kann das Ding mitnehmen. Klar. Ah, es ist ein Stecker. Da muss es rein. Ja. Warum auch immer. Okay. Vielen Dank, Herr Fernseher. Ich wollte gerade sagen, können wir den vielleicht mitnehmen zum Lichtspenden? Ja. Das ist die Idee. Ja. Mal ganz kurz gucken, können wir hier was machen? Nee, ne? Dann. Mal so. Und nun, den kann ich hier aufmachen, ja. Und nicht ersticken. Noch nicht abkratzen, ich brauche dich noch. Ist ja gut. Alles gut. Ja. Gleich finden wir eine Steckdose für dich. Was machen? Hier. Flup. Ah. Hier um die Ecke einmal gucken. Und. Na, das soll. Was? Es geht nicht. Ach so. Es geht irgendwie nicht so richtig. Ah, da hängt was da. Ja. Hängt
irgendwas dazwischen. Ja, was hat es denn damit hier auf sich? Das stimmt hier nicht. Achso? Was? Warum? Muss ich das Ding hier stehen lassen? Ah, so kann ich da rein. Ist ja gut. Hier, das ist ein Abschlossen. Oder auch nicht. Scheiße. Alter, ihr macht mich bekloppt. Ich gehe hier einfach mal so weiter. Mal gucken. Lecko mio. Don't leave me. Ah, so. Hä, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Wo bist du denn? Ah, ich hab ihn wieder. Ah, wir sind wieder hier. Verstehe. Okay, Sekunde. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich gehe durch die Tür. Ich habe bis hier. Bin ich irgendwie... Halt die Fresse, ey. Ich gehe nochmal hier hinten hin. Ich stöpsel das ein. Ich mache die Tür schon mal auf. So. Jetzt ist die Frage. Die Frage ist, das ist so anstrengend, kann ich jetzt hier drin mit der geöffneten Tür irgendwas machen? Kann ich irgendwie ganz doll dran ziehen oder so? Nee. Abstöpseln, nee. Oh, hör auf, Mann, ist das nervig. Alter, werde ich ja aggressiv, meine Fresse. Hier vielleicht irgendwie aufmachen, das da reinstöpseln oder so? Nee. Kann ich überhaupt nichts machen, ne? Nee. Weird. Ja, wenn ich das eingestöpselt lasse und dann hier durchgehe. Ah, da können wir was machen. Dann kann ich es abstöpseln. Ah. Gut. Jetzt können wir das Ding nehmen und. Weiter. Unser kleines Baby hier meine ich natürlich. Das Ding. Tut mir leid, aber naja. Hier oder da? Was hättet ihr gern? Was haben wir denn hier so? Mit der Tür was machen? Nö. Halt die Füße. Hier. Nee, hier nicht. Vielleicht müssen wir erstmal den anderen Pfad beschreiten und dann hier nochmal zurückkommen oder so. Mal schauen. Können wir das Gitter von der anderen Seite aufmachen oder so? Boah, ist so ein bisschen anstrengend, ne? Weiß schon, wie es gleich sein wird. Ich werde erstmal wieder so genug haben von dem Spiel. Dann will ich doch mehr, weißt du? Nein. So, wie ist es hier? Weiß nicht. Einfach so komme ich hier nicht durch, ne? Nö. Sonst irgendwo. Was zum Anstöpseln hier? Schrank? Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück. Nochmal erkunden hier. Da hinten, das ist nur das, wo wir abgestöpselt haben, ne? Ja. Richtig. Sogar dieses Lachen geht mir langsam auf den Senkel. Ach was? Hä? Ach so, ist das wieder so ein... Ach, das ist wieder so eine Tür, wo ich nicht mich nähern darf. Ja. Und hier kann ich nicht... Doch, kann ich. Hier kann ich reinstöpseln. Aha. Ist jetzt hier hinten irgendwie die Tür offen? Ah, ich kann mich... kann mich nicht entfernen. Ja gut, ne, dann würde ich sagen... Nochmal abmachen. Ein bisschen entfernen, ja. Jetzt nochmal rein. Genau so. Hm.
Wie bitte? Genau so und nicht anders. Hier haben wir einen Stöpsel. Ja, haben wir prinzipiell... Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ja, 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 ja. Oder ganz unruhig. Naja, jedenfalls hier müssen wir ihn irgendwie hinbringen. Aber wie? Gleich hier? Nee. Auch nicht. Können wir die Tür irgendwie versperren oder so? Ne, weil, genau. Wir dürfen einfach nicht näher ran. Sobald ich ihn hier einstöpseln will, ne, geht nicht. Was hat's denn damit auf sich? Ach doch, das ist ein Knopf. Ich habe doch eben ein Knopfsymbol gesehen. Hier. Ah, gedrückt halten. Ja. Nun. Jetzt kann ich mich, während ich... Nee. Während ich gedrückt halte, kann ich mich zwar ein bisschen bewegen, aber ich weiß nicht, was der Sinn ist. Was soll das denn? Boah, ist ja... Da kriegt man ja Epilepsie. Wenn man noch keine hat, dann... Ja. Ich habe lang genug gedrückt gehalten, scheinbar. Ja, nun? Ah. Jetzt ist hier aber immer noch zu. Hä? Ich kann den auf jeden Fall nicht rausstöpseln. Ich kann jetzt aber hier lang gehen. Ja, ja. Ja, ja. Das konnte ich eben nicht. Hier. Ist das sick, meine Fresse.